fährt man auf der Bundesstraße 167 aus Seelow kommend Richtung Frankfurt. So gelangt man nach etwa 2 Kilometer nach Friedersdorf. Dieses Hinweisschild fällt sofort auf. Im Ort gibt es auch noch welche. Und da ist er, der Kunstspeicher. Das aus dem Jahr 1922 stammende Gebäude des Kunstspeichers Friedersdorf war bis 1990 Flachbodenspeicher für Getreide. Ein Jahr später erfolgte die Eröffnung des Kunstspeichers. Er ist ein technisches Denkmal, ein Museum, eine Galerie, ein Ausstellungsraum und ein Haus der Begegnungen. Also eine überregional beachtenswerte Kultureinrichtung mit Speicherladen, welcher Kunst, Handwerk und Produkte aus der Region anbietet. Ein gemütliches, rustikales Wirtshaus im Erdgeschoss mit einer abwechslungsreichen regionalen Küche lädt zur Einkehr ein. Hier finden auch regelmäßig Veranstaltungen wie Lesungen, Kabarett, Live-Musik, Vorträge und unsere monatliche Plauderstunde zu Themen rund um das Radio statt. Seit September 2014 kann der Besucher eine Ausstellung besichtigen, die es in dieser Form nicht allzu oft in Deutschland geben dürfte. Na dann, besuchen wir mal die Radioausstellung. Es geht durch den Speicherladen, und dann noch 3 Treppen bis auf den 4. Boden. Wir sind in der Ausstellung.